Es liegt nicht am Getreide, sondern an den Lymphgefäßen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Kapitel 4, was gleichzeitig der fünfte Beitrag ist in unserem AgilSmart-Kurs Esst Weizen, trinkt Milch. Bevor ich hier beginne, auf dieses Thema der Lymphgefäße-Beteiligung einzugehen, möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, bei denjenigen, die bisher hier aufmerksam den vorangegangenen Beiträgen gefolgt sind. Und ich verspreche Ihnen, dass Sie großen Nutzen haben werden mit der Verbesserung Ihres Wissens auf diesem Gebiet. Denn viele Dinge, die um Weizen und Milch herum an Informationen auf uns eindringen, stimmen nicht. Es gibt viele neue Studienergebnisse. Und Sie, und vielleicht spreche ich gerade Sie an, die Probleme haben mit der Verdauung, und demzufolge meinen, dass es ausreichen würde, einfach Nahrungsmittel wegzulassen, nämlich keinen Weizen zu essen, keine Milch zu trinken, keine Milchprodukte. Und Sie eben dort feststellen, dass es nicht ausreicht. Und Sie sollen es gar nicht erst feststellen, sondern Sie sollen die Ursache finden. Und deshalb heute zur Verbesserung, als Chance zur Verbesserung der Lebensqualität, heute nämlich die Lymphgefäße etwas genauer zu betrachten. Ich möchte vielleicht eine Geschichte Ihnen vorlesen, die aus dem Buch von Dr. Guillard ist, Entschuldigung, Dr. John Guillard hat ja das Buch geschrieben, Esst Weizen, und ich halte mich an dieses Buch sehr eng, und er beschreibt aus seiner vierjährigen Praxis einen Fall eines Mädchens, einer jungen Frau, die er Mary nannte. Natürlich ist der Name anonymisiert, ist ganz klar. Mary kam in die Praxis und klagte über ständige Migräne, starken Druck auf den Nebenhöhlen, Schübe von Angst und Depressionen, Tinnitus und Ohrenschmerzen, Ausschläge am ganzen Körper, Allergien und grippeähnliche Gelenkschmerzen im ganzen Körper. Mary hatte zudem eine Vorgeschichte von lebenslangen, schweren Verdauungsbeschwerden mit einem ständigen Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfall. Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor, vielleicht kennen Sie diese Erscheinungen, zumindest zum Teil. Und wenn man sich überlegt, Tinnitus, was ja doch von vielen Ärzten als Problem des Ohres betrachtet wird und ich schon längst nicht mehr der Meinung bin, Tinnitus hat die Ursachen in dem Falle hier in mangelnder Verdauungsenergie. Nun hat eben Mary dann in ihrem Leben nach und nach Lebensmittel weggelassen, hat Weizen weggelassen, hat Milch weggelassen, hat dann immer längere Zeit, sagen wir mehrere Wochen, sich sogar wohl gefühlt. Aber die Beschwerden setzten sich trotzdem durch, obwohl sie das weggelassen hat. Sie hat dann also hat nicht nur Milch weggelassen, sondern auch schwerer verdauliches Fleisch weggelassen und ist dann am Ende nur noch auf rohe Speisen umgestiegen. Und trotzdem gab es nach kurzen Erholungsphasen immer wieder Rückfälle. Und sie konnte also anhand der Nahrung oder an des Nahrungsweglassens die Symptome nur kurz lindern. Sie hat also völlig ignoriert, dass die tieferen Grundprobleme in schwacher Verdauung und Unfähigkeit schwer verdaulicher Lebensmittel liegen und hat dieses einfach nicht zur Kenntnis genommen. Und hier in unserem Kurs geht es ja darum, dass wir sozusagen der Verdauungsenergie einen Neustart verpassen, sodass dann Gluten, Casein, vollständig verdaut werden können und dann das verstopfte Lymphsystem zu reinigen ist. Und beim Lymphsystem sind wir schon beim Thema. Und da muss ich sagen, da treffen wir genau die Problematik an, die Mary, die nämlich ihre Verdauungsprobleme nicht ursächlich in den Griff bekommen hat, sondern unter den schweren Symptomen gelitten hat, die Symptome nur kurzzeitig überwunden hat durch das Weglassen von Nahrung. Und alles brachte doch keine Besserung, weil sie nicht die tiefer liegenden Probleme gesehen hat. Sie hat diese ignoriert. So, nun einiges zum Thema Lymphe. Lymphe gibt es, die Bezeichnung für Lymphe natürlich etwas in einer anderen Sprache. Lymphe sind bekannt seit Hippokrates. Und da muss man sagen, so ungefähr 400 Jahre vor Christi weiß man also etwas über diesen weiß beschriebenen Saft. Der ist ja weiß, weil es eine Emulsion ist, die über Körperflüssigkeitswege dann entsorgt wird ins Blut
und dann wiederum dem Verdauungssystem oder der Leber zugeführt wird. Wir haben also ein System, was man schon sehr, sehr lange kannte oder sehr, sehr lange kennt. Wir wissen zum Beispiel, dass es 500 Lymphknoten gibt und dass Proteine und Fette, die sich im Darm befinden, werden sozusagen in die Lymphe, in die Lymphgefäße abgeleitet. Die westliche Medizin kennt dieses System, dieses lebenswichtige System, ohne dass wir nicht eine Stunde überleben könnten, wenn wir das nicht hätten, dieses System nur geringfügig und steht meines Erachtens erst am Anfang. Die ayurvedische Medizin und eben auch schon Hippokrates waren da viel, viel weiter als unsere heutige Medizin. Was sind Symptome, wenn dieser Abtransport von Giften, Abtransport von unverdauten Fetten und unverdauten Proteinen, wenn der nicht funktioniert, es sozusagen zum Lymphstau kommt? Und ich möchte die Symptome einfach hier mal vorlesen. Wir finden dann folgende Symptome. Ringe an den Fingern werden zu eng, Schmerzen und steife Glieder am Morgen, Müdigkeitsgefühl, verquollene Augen, Wasseransammlung oder Schwellungen, Juckreiz, Gewichtszunahme und vermehrtes Bauchfett, Drüsenschwellungen, schwaches Immunsystem, geschwollene oder schmerzhafte Brüste bei der Periode, trockene Haut, leichter Ausschlag oder Akne, übermäßige Empfindlichkeit, leichte Kopfschmerzen, gelegentlich Verstopfung, aber auch das Gegenteil, Durchfälle oder eben auch Schleim im Stuhl. Das war jetzt ein Auszug der wichtigsten Symptome. Und wenn man das sich mal so ansieht, denkt man gar nicht, dass das alles mit den Lymphen zusammenhängt. Doch in den Lymphen, nämlich in gestauten Lymphen, finden wir genau für die hier von mir gerade vorgelesene Liste der Symptome genau die Ursache. Das Lymphsystem ist der größte Kreislauf im Körper und obwohl wir ohne dieses keine 24 Stunden überleben würden, hat die westliche Wissenschaft gerade erst einmal begonnen, das zu erforschen und hat mit der Arbeitsweise bezüglich des Lymphsystems begonnen. Ja, da sind wir hier schon etwas weiter und ich möchte eben Ihr Wissen auf dem Gebiet voranbringen und nur ganz kurz und nicht so tiefgründig, aber zumindest, sag mal, prinzipiell Ihnen erläutern, wie das Lymphsystem funktioniert. Und am besten verstehen Sie das, wenn Sie sich vorstellen, dass das Lymphsystem wie eine Abwasserleitung in unserem Körper funktioniert. Dort haben wir nicht wie beim Blut eine Pumpe, die das Herz darstellt, sondern wir haben eine Muskelbewegung, die die Flüssigkeit, in der sich als Emulsion Gifte, unverdaute Proteine und unverdautes Fett befinden, in dem es abtransportiert wird. Und im oberen Verdauungstrakt, dort spielt die Musik, und das möchte ich hier auch einmal kurz noch etwas näher betrachten, wenn nämlich die Verdauung im oberen Verdauungstrakt ideal funktioniert. Oberverdauungstrakt, was ist das? Das ist Magen, Galle, Pankreas, also Bauchspeicheldrüse, Leber und eben auch der Dünndarm. Wenn also das dort ausgezeichnet funktioniert, ideal funktioniert, sollten die Proteine in Nahrungsmitteln wie Weizen, also in den Nahrungsmitteln wie Weizen, Gluten, Milchprodukten, Casein, aber auch in Soja, Nüssen, Samen, Mais, Fleisch, Fisch und anderen Proteinen richtig und effizient aufgespalten werden. Der obere Verdauungstrakt ist der Schauplatz für das koordinierte Zusammenspiel zwischen dem Magen, der Säure produziert und dem Pankreas und dem Zwölffingerdarm und den Verdauungsenzymen, der Leber, der Gallenblase, die die Gallenflüssigkeit produzieren und einer großen Zahl von Mikroorganismen, die die schwer verdaulichen Proteine und Fette in diesen Nahrungsmitteln verdauen. Also ein Zusammenspiel von Mikroorganismen mit Enzymen, mit Gallenflüssigkeit und mit den Säuren, zum Beispiel aus dem Magen. Nützliche Darmbakterien verdauen Glutenproteine oder hindern sie daran, nämlich unverdaut die Darmwand zu passieren. Wir können also, wenn wir die Darmbakterien ausreichend zur Verfügung haben, können wir also davon ausgehen, dass unverdaut
nichts von Glutenproteinen durch die Darmwand geht. Wenn sich allerdings der Dünndarm entzündet, verstopft oder sich auch das Lymphsystem, die Lymphgefäße entzünden, sodass der Lymphfluss und die Aufspaltung von Gluten nicht so funktioniert, wie ich das eben gerade gesagt habe, nämlich im Zwölffingerdarm, dann werden die Lymphe ganz stark beeinträchtigt. Dann kommt es zu Schwierigkeiten im Lymphsystem. Nun habe ich hier die Überschrift auf der Folie stehen: Lymphe- und Hirnleistungsstörungen. Was hat das miteinander zu tun? Die westliche Medizin hat ja erst vor kurzem erkannt, dass es Lymphe im Hirn gibt und die Lymphe auch dort eine riesengroße Leistung vollbringen. Und wenn man sich vorstellt, dass es die ayurvedische Medizin längst gewusst hat und längst beschrieben hat, dass es Lymphe im Hirn gibt, dann haben natürlich die Lymphe im Hirn die Aufgabe, dort Gifte, Schadstoffe abzuleiten. Und das passiert, wenn wir schlafen und insbesondere, wenn wir auf der Seite schlafen. Und unser Hirn braucht während für eine effektive Ableitung der Gifte und Schadstoffe aus dem Hirn über das dort befindliche Lymphsystem braucht ungefähr 4 bis 6 Stunden oder 4 bis 8 Stunden. Also es ist von Individuum zu Individuum unterschiedlich, beziehungsweise unterschiedlich hängt es auch davon ab, wie belastet das Hirn ist. Und da stellen Sie sich bitte mal vor, jedes Jahr fließen dort ungefähr 1,5 Kilogramm Giftstoffe aus dem Hirn über das gerade mal in der westlichen Medizin jetzt gerade herausgefundene Lymphsystem im Hirn ab. Also ist einiges abzutransportieren und Sie können sich vorstellen, wenn das gestört ist, was dann dort eintritt, dann haben wir nämlich schwere Störungen, Hirnleistungsstörungen und Sie können sich vorstellen und wir können daraus ableiten und wissenschaftliche Studien zeigen das jetzt schon, dass es dann eben Vergiftungen im Hirn gibt, dass es dann eben schwere Hirnerkrankungen gibt. Ich sage nur ein Stichwort oder zwei Stichworte: Depressionen und Alzheimer-Erkrankungen. Was passiert, wenn ein Lymphstau geschieht? Wenn die Haut im Darmtrakt aufgrund von mentalem, körperlichem oder emotionalen Stress, schlechter Ernährung oder aufgrund einer ungesunden Lebensweise zerstört wird, wenn die Haut im Darmtrakt also zerstört wird, dann werden auch die Zotten, und an den Zotten beginnt unser Lymphsystem im Darm, dann werden die also auch stark gestört. Und die unverdauten Proteine und Fette, die sich im Lymphsystem ablagern, das kommt nämlich dazu, dass sie dorthin durchtreten können, können dort überall Überempfindlichkeiten oder allergische Reaktionen hervorrufen. Und ich will nicht näher genau eingehen, es ist oft die Ursache für Autoimmunerkrankungen, liegt im Darm begründet, weil dort eben dort ein Lymphstau passiert, weil es dort nicht ausreichend funktioniert, unverdaute Proteine und Fette abzuleiten und zu entsorgen. Erinnern Sie sich bitte daran, ich habe vorhin darüber gesprochen, dass wir von einem Abwassersystem reden. Wenn die Lymphgefäße in Ihrem Darm sich zusetzen, bildet sich tendenziell immer mehr Bauchfett. Also da ist auch ein Hintergrund zu sehen dabei und ein stauungsfreies Lymphsystem schützt uns vor schwerwiegenden Störungen des körperlichen Gleichgewichts. Also ein stauungsfreies Lymphsystem ist notwendig, um gesund zu sein. Für unsere Lebensqualität brauchen wir, für unsere gute Lebensqualität brauchen wir ein stauungsfreies Lymphsystem. Und dann ist es noch wichtig zu wissen, warum ist Bewegung so wichtig für die Ableitung und für ein sehr gut funktionierendes Lymphsystem? Ja, das ist ganz klar. Das Lymphsystem ist unser längstes Gefäßsystem, was wir im Körper haben. Und das hat keine Pumpe. Das arbeitet nicht mit Druck, sondern dort ist es so, dass Muskelbewegung und Bewegung überhaupt den Lymphstrom antreibt. Und wir werden also auch in späteren
Teilen, also im Kapitel 13 zum Beispiel, spezielle Übungen finden, dass wir mit der Bewegung unser Lymphsystem, unser Lymphsystem anregen, Lymphabfluss anregen und viel tun können gegen Lymphstau. Und das ist übrigens auch ein Grund, wenn Muskulatur, ja, die Bewegung ist, die darin befindlichen Lymphe anzutreiben, indem sie Muskulatur eben bewegt, bei Bewegung, dann treibt sie den Lymphstrom an. Und wenn das nicht ausreichend passiert, wenn wir zu wenig Bewegung haben, wie zum Beispiel nachts, und wir haben einen Lymphstau, Lymphabflussbeeinträchtigung, dann stellen wir frühmorgens diese Steifigkeit fest. Und die Steifigkeit wiederum führt dazu, dass nicht genug Lymphe bewegt werden. Lymphfluss ist zu gering. Ja, unser Lymphsystem befinden wir also in der Haut, und insbesondere, darüber reden wir ja immer, in der Haut des Darms. Unser Darm ist ja abgeschlossen mit Haut. Wir finden unser Lymphsystem auch in den Atemwegen. Dort gibt es sozusagen Abtransport der unverdauten Gifte, unverdauten Proteine, unverdauten Fette gibt es auch über das Lymphsystem der Atemwege. Dort finden wir die kleinen Flimmerhärchen und wir sehen dort den Zusammenhang, dass gerade mal über die Schleimhaut dort, also denken Sie bitte an die Lunge, denken Sie an die dortige Struktur, wir haben dort Schleimhaut und sowohl zu wenig als auch zu viel Schleimhaut macht uns das schwer, das Lymphsystem ordentlich arbeiten zu lassen. Und dann gibt es eben dann eben auch Lymphstau. Genauso wissen wir, die westliche Medizin weiß das erst seit kurzem, dass die Fortpflanzungsorgane für sich auch ein Lymphsystem haben und was große Aufgaben hat zum Abtransport. Und denken Sie immer daran, Vergleich zum Abwasserkanal zu finden. Ja, jetzt möchte ich mir heute in diesem Kapitel doch mal eine Zusammenfassung leisten und die möchte ich Ihnen jetzt gern geben. Wir haben also gelernt, das Lymphsystem beginnt im Inneren des Darmtrakts in ihrem Verdauungssystem. Wenn die Lymphe blockiert oder gestaut ist, ist die Verdauung gestört und es kann zu zahlreichen gesundheitlichen Problemen kommen. Und ich möchte da betonen, zu zahlreichen schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen. Da das Lymphsystem den gesamten Körper durchzieht, können sich die Symptome einer Glutenunverträglichkeit überall im Körper manifestieren. Also wir vertragen Gluten nicht und ganz woanders im Körper, zum Beispiel im Hirn, gibt es dann Probleme, die sich manifestieren. In den meisten Fällen manifestieren sich Symptome einer Lebensmittelintoleranz dort, wo die Lymphe die größte Rolle spielt. Das heißt, und das ist vielleicht für Sie überraschend, im Gehirn, im Nervensystem, in den Lungen, auf der Haut und im gesamten Verdauungssystem. Das ist also das Ergebnis einer gestörten Verdauung, dass wir eben dann dort die Glutenunverträglichkeit haben und dass wir die Auswirkungen eben in dem von mir erwähnten Hirn- und Nervensystem hauptsächlich haben. Zweiter Punkt. Der obere Verdauungstrakt, der die Aufgabe hat, diese Nahrungsmittel aufzuspalten, ist häufig im Ungleichgewicht und kann die korrekte Funktion der Darmschleimhaut und der Lymphgefäße, des Lymphsystems behindern, sodass Giftstoffe, unverdautes Gluten und Casein, Gluten steht für Weizen, Casein für Milch, dass also unverdautes Gluten und Casein aus dem Darm in die Lymphe einsickern können. Drittes Problem. Zu Problemen kommt es außerdem, wenn diese Nahrungsmittel regelmäßig in übermäßiger Menge oder zur falschen Jahreszeit verzehrt werden. Darüber haben wir schon einiges gelernt. Viertens, moderne Verarbeitungsverfahren bewirken besonders bei Milchprodukten und Weizen, dass die Lymphe stauen und schwer verdaulich sind. Also zu viel verarbeitete Lebensmittel machen uns Probleme und führen zum Stau. Und letztens, fünftens, Stress wirkt sich unmittelbar auf die Gesundheit und Funktion der Darmschleimhaut und ihrer Mikroorganismen aus. Diese haben ja praktisch jede Körperfunktion und, oder sagen wir mal so, die bei praktisch jeder Körperfunktion
und schwerste Arbeit zu verrichten haben, diese Mikroorganismen. Für ein Versagen der Darmschleimhaut und bestimmter Teile der Verdauungsprozesse und für Stauung im Lymphsystem ist chronischer Stress mitverantwortlich. Mehr dazu werden wir übrigens finden in den Kapiteln 9, 13 und 14. Soweit also unsere heutige Wissensbasis auf dem Gebiet, wie können wir unsere Lebensqualität verbessern? Was spielt die Lymphe dort für eine Rolle? Wie können wir einschätzen, was ein Lymphstau bedeutet und wodurch können Lymphstau entstehen, von unserer Lebensweise aus gesehen? Und nun ein Blick auf das nächste kommt Stoff hinaus. Also wir erinnern uns, also wie sich Mary automatisch, also Mary ist der Fall sozusagen, der, den ich zu Beginn gesagt habe, diese Patientin, die in der Praxis von Dr. Duyard war, wie sie eben durch Weglassen von Lebensmitteln dafür sorgen wollte, besser zu leben, linderte zwar ihre Symptome etwas, kurzzeitig aber nur, und hat nichts am Grundproblem, nämlich ihrer geringen Verdauungsenergie, getan. Im Teil 2, wir sind ja jetzt immer noch im Teil 1, im Teil 2 werden wir dazu genau erfahren, wie wir selbst vorgehen können, wenn wir in so einem Dilemma stehen und wie leicht es ist, Lösungen zu finden. Aber zunächst vor dem Teil 2 gibt es Kapitel 5, mein nächster Beitrag sozusagen, das ist der 6. Beitrag in diesem Kurs. In Kapitel 5 geht es darum, wie es möglich ist, dass schwer verdauliche Proteine wie Weizen, Milchprodukte überhaupt unverdaut den oberen Verdauungstrakt passieren können. Wie das passieren kann, dass sie dort unverdaut hindurchkommen. Und freuen Sie sich auf dieses Kapitel 5, was Sie in Kürze rezipieren können. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute.